Herzlich willkommen im neuen Film Basteln mit Bast. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einfaches Mobiliar und Zubehör aus einer Bast- bzw. Strohmatte anfertigt. Und ich denke, das ist auch für Anfänger leicht nachzuarbeiten. Hier seht ihr einige Beispiele. Ich hoffe, es wird für euch auch die eine oder andere Idee dabei sein. Die Idee dazu entstand wie so oft per Zufall. Ich hatte bisher die Bastmatten verwendet als Bodenbelag bzw. Wandbelag bei mir für die Gebäude fürs Dorf. Und beim Durchblättern eines Prospektes habe ich diese Sitzlounge entdeckt und dachte mir, das wäre eigentlich eine gute Idee, die mal nachzuarbeiten. Hier seht ihr ein Sitzset auf einem Hausboot bei mir im Dorf. Und hier ist die neue Sitzlaube, die ebenfalls aus dieser Bastmatte entstand. Das führte sogar zum Bau eines völlig neuen Landschaftsteils. Ich hatte dann noch Sessel, Hocker und Tischchen passend dazu angefertigt. Das zeige ich euch später dann im Film, wie man das macht. Ein weiteres Sitzset hat dann Platz gefunden bei mir im Dorf unter einer Wurzel. Da sieht man dann auch den Größenvergleich mit den Figuren, die haben eine Höhe von ungefähr 11 cm. So, dann geht es jetzt zur Anfertigung. Hier seht ihr die Abbildung im Prospekt. Das lief also unter Balkon Launch Set und gefiel mir recht gut fürs Dorf. Und dann hatte ich die ersten Modelle aus Pappe angefertigt. Die Auflagen sind ganz normal aus Schaumstoff, die dann später mit Stoff überzogen werden. Die beiden Modelle hinten, die sind ungefähr im Maßstab 1:12 angelegt und die beiden Modelle vorne habe ich etwas verkleinert, weil mein Maßstab im Dorf ist ja etwas kleiner. Aber ihr könnt es ja anpassen, wie das bei euch dann am besten sich einfügt. Auch das Mittelteil kann man breiter oder schmaler anlegen und die Höhen sind ja auch variabel. Also das könnt ihr ja genauso bauen, wie das bei euch am besten reinpasst. Dann haben wir hier jetzt das Pappmodell. Ich habe also die Seitenteile, die Liegefläche und das Mittelteil schon zusammengeklebt und die Rückenlehnen mache ich dann später drauf, weil das lässt sich dann wesentlich leichter verarbeiten. Noch ein kleiner Hocker dazu, der geht also ganz einfach. So, hier dann das Vorbereiten der Bastmatte. Also das Material würde ja ziemlich ausfransen. Deshalb verklebe ich die Baststränge vorher. Würde auch nicht am Kleber sparen. Das gut einarbeiten und auch gut trocknen lassen. Hier sieht man es dann nochmal in größer, also die kleineren Pappteile kann man direkt aufkleben, aber für größere Formen würde ich das also so vorbereiten, dass ich die Stränge verklebe und dann lässt sich das dann ganz einfach mit der Schere entlang dieser Stränge dann schneiden. So, hier haben wir dann die erste Außenseite beklebt, also ich beginne dann innen. Und arbeite mich nach außen dann weiter und dann kann man dann die Überstände dann ganz einfach mit der Schere nachher abschneiden. Wenn die seitlichen Lehnen dann fertiggestellt sind, kommen wir noch zu der mittleren Ablage. Auch einfach an der Liegefläche beginnen. Das wäre jetzt das Teil oben, also gut mit Kleber bestreichen.
und dann das Bastmaterial einfach aufkleben. Dann den Abstand bis zur Liegefläche abmessen und mit der Schere vorher abschneiden und dann bekommt ihr einen ganz sauberen Abschluss unten bis zur Fläche. Einfach ankleben und fertig. Dann hinten den Überstand noch abschneiden und dann geht es zur Liegefläche. Also ich habe die in dem Fall dann vorher grob abgemessen und vorgeschnitten aus dem Material, so dass man es nur noch auflegen braucht und anklebt. Dann geht es noch an die Rückenlehne. Die habe ich soweit auch schon vorbereitet. Das ist ja auch ein gerades Teil. Einfach auf den Bast aufgelegt, verklebt, direkt vorne und hinten. Das könnt ihr auch getrennt machen, wenn es anfangs noch zu schwierig ist, aber man kriegt es eigentlich ganz gut entlang der Stränge da geklebt. Dann wird die noch sozusagen eingesetzt und festgeklebt. Und alle Überstände werden natürlich wieder mit der Schere abgeschnitten. Dann werden noch vorne die Fronten von den Seitenteilen beklebt und ganz am Schluss dann die Rückseite von dem Mittelteil. Und dann geht es auch schon an die Sitzbezüge. Also ich schneide dann den Schaumstoff vor, exakt auf Maß, und dann wird er einfach mit Stoff beklebt. Dann zur Anfertigung von einem kleinen Beistelltisch oder wenn man den dann dreht, wäre das auch eine Kiste. Kann man dann auch als Regal zum Beispiel einsetzen. Da macht ihr euch auch wieder ein Modell dann aus Pappe und es wird dann einfach aufgelegt auf diesen Bast und direkt verklebt. Das sind ja nur ganz gerade Teile, also das ist eigentlich relativ einfach in der Erstellung. Bevor ihr den Bast dann schneidet, bitte immer gut trocknen lassen. Und dann könnt ihr dann mit Stoff oder mit Serviette dann die Innenseiten ausschlagen. Und entweder macht ihr das über den Rand oder ihr schneidet es direkt bündig am Rand ab. Das ist dann Geschmackssache, je nachdem wozu ihr das Zubehör dann eben verwenden möchtet. So, weitere einfache Grundformen, damit kann man dann zum Beispiel Pflanztöpfe noch herstellen. Einfach auch so Quadrate aus Pappe vorbereiten und dann außenrum sozusagen mit dem Bast bekleben. Das könnt ihr in rund machen oder in eckig machen. Ich habe dann da auch noch Pflanzsäulen angefertigt. Das kann man also auch sehr schön für Miniaturgärten verwenden. Und es sind ja immer dieselben Grundformen. Als Pflanztopf dann eben ohne Abschluss oben und als Pflanzsäule dann mit Abschluss. Hier nochmal zur Übersicht, was ich jetzt bisher so angefertigt hatte, passend dazu dann so Sessel, wie gesagt so Fußhocker, diese Tischchen, also rund oder eckig und einen kleinen für 1:18 habe ich auch ausprobiert. Also ich finde, dafür kann man das Material auch noch einsetzen. Dann kommt hier eine weitere Variante, die hatte ich mal für einen Workshop erstellt, so einfache Sessel, auch der Korpus wieder aus Pappe gerundet und es läuft dann eigentlich auch ganz schön an dem Bastmaterial entlang und war jetzt ein Versuch, da hatte ich so einen Sessel von dem Workshop noch übrig, da gefiel mir der Bezug sowieso nicht so besonders, der war so aus der Not geboren und dann dachte ich mir, ich werde diesen Sessel jetzt mal etwas verschönern. Der ist also auch ganz einfach gemacht, auch wieder aus Pappe. Die Sitzfläche dann auch wieder mit Schaumstoff und Stoff. Also das Pappmodell und dann mit Stoff überzogen. Aber wie gesagt, mir gefiel er jetzt sowieso nicht so gut. Und habe mir jetzt auch nicht die Arbeit gemacht, den Stoff da zu entfernen, sondern das einfach direkt auf das Bast sozusagen aufgeklebt. Immer der Form nach, gut trocknen lassen und dann die Rundung sozusagen mit einer Schere danach schneiden. Um dann die innere Form vorzubereiten,
also beziehungsweise den Bast zu verkleben. Da habe ich mir so eine einfache Papiervorlage dann angefertigt. Dann kann man das so ungefähr abschätzen und das Material schon mal so grob vorschneiden. Dann klebt ihr das innen auch fest, also in dem Fall habe ich das großzügig bemessen, also egal. Und dann wird es mit einer kleinen abgerundeten Schere der Form entlang dann geschnitten. Und um den Rand dann oben abzudecken, hatte ich mich in dem Fall entschieden, das mit einer Serviette zu bekleben. Man kann dafür natürlich auch Stoff nehmen. Das bleibt euch ja dann überlassen, ne, wie euch das dann gefällt. Und ich finde, der sieht ja soweit schon ganz sauber aus. Dann natürlich noch eine passende Auflage dazu bauen. Und fertig wäre das Balkonset. Das war's dann für heute. Ich hoffe, die Anleitungen haben euch gefallen. Und ihr habt noch jede Menge neue Ideen, um mit dem Bast zu arbeiten. Im nächsten Film geht es dann um die Entstehung dieses Landschaftsteils. Und ich hoffe, ihr seid bei dem Video auch wieder mit dabei. Bis dann. Ciao, ciao.